haben uns kennengelernt, indem er und seine Jungs mich abziehen wollten. Das ist auch das Ding, als wir damit angefangen haben, waren alle so, seid ihr behindert? Neuer Geld und kauf Koks damit. Wie war das im Knast, im Irak? Mein Zellnachbar im Irak, die haben den zum Beispiel rausgerufen. Und nach 6 Stunden kam der zurück einfach ohne Bein. Straight Outta Bonn. Jo, was geht ab? Mein Name ist Sinur. Ich bin heute in Bonn unterwegs. Und wenn man in Bonn über Hip-Hop redet, dann muss man mit Ratar sprechen. Ihr alle kennt seine Geschichte von dem RIP, von der Flucht und der Haftzeit. Diese Story wird bald auf die ganz große Leinwand kommen, weil er arbeitet gerade mit Fatih Akin daran, seine Geschichte zu verfilmen. Ist aber nur eins von vielen Eisen, was Ratar gerade im Feuer hat, weil er hat seine köpfte Franchise-Kette. Er hat seine eigenen Tiefkühlprodukte, er hat seinen eigenen Ayran. Er hat Shisha-Bar sowieso, mehrere Labels, gerade über 20 Acts gesigned. Und der letzte Move war Goldman Music. Damit hat er sowas wie ein eigenes Major-Label auf die Beine gestellt. Sowas gab es in Deutschland noch nicht. Und er hat natürlich noch seine eigene, sehr erfolgreiche Solo-Karriere am Laufen. Mit ihm treffen wir uns jetzt gleich. Und er hat noch Sami mit dabei. Meine Sig-Sig macht's der Riff, mein Tasch macht's der Riff. Sami ist Day One bei Alles oder Nix und schon seit Ewigkeiten mit dabei. Er hat gerade sein Album Meine Namen veröffentlicht. Die beiden treffen wir jetzt. Die werden uns Bonn zeigen. Und da sind sie auch schon. Geht. Ey, geil, dass das klappt, Alter. Ich bin gespannt, was ihr mir heute hier in Bonn zeigen werdet. Gibt einiges zu besprechen. Goldman Enterprise hat abgehoben, sozusagen. Let's go, Bruder. Ja, erzähl mal was zu Bonn, Alter. Ich bin das erste Mal hier bei euch in der Stadt. Ja, Bruder, Bonn. Wir sind hier in Bonn. Das ist Hofgarten. Das ist so der Ort, wo die meisten halt zum Chillen kommen, weißt du? Die sitzen hier, legen sich in der Wiese hin und chillen einfach. Du hast jetzt gerade dein Album rausgebracht, Dicker. Ja. Und direkt auf dem Intro ist mir eine Zeile hängen geblieben, wo du sagst, deutscher Knast ist wie Wellness. Ja. Erzähl mal was dazu. Wir kommen ja von Irak, weißt du? Wir haben in Irak 3 Monate gesessen. Und da war es halt ein bisschen härter als hier, weißt du? Also da gab es zum Beispiel keine Betten oder sowas, weißt du? Da kannst du dich auch nicht hinlegen. Und durftest halt auch nur so 3-mal am Tag auf Toilette gehen, weißt du, morgens, mittags und abends. Mhm. Und dann, war dann halt der Übergang ein bisschen krass. Von Irak nach Deutschland, weißt du? Ja. Ist halt krass, wo du dann hier reingehst in deine Zelle, du siehst halt, du hast Bett, du kannst einen Fernseher haben, weißt du? Und da dachte man sich dann erstmal Jackpot. Alles, Toilette hast du da. Deswegen, daher, so. Wellnessmäßig, weißt du? Weil sonst alle Parts oder Zeilen, die man so über Knast hört, alle sagen immer, ja, ich gehe nie wieder rein, ich gehe nie wieder rein. Ja, ist ja auch scheiße, ne? Ist halt scheiße, ist alles scheiße. Aber trotzdem, zum Vergleich her, weißt du, ist das so viel besser. Warum sollte ich weg? Ich bleibe allein aus Respekt hier. Erzählt mal noch mal für die Leute, die euch nicht seit Anfang an verfolgen, wie ihr euch kennengelernt habt. Wir haben uns kennengelernt. Hier, da erzählt der liebe Khatar euch was. Ich glaube, wir waren auf jeden Fall sehr, sehr klein, das weiß ich. Aber ich glaube, wir haben uns kennengelernt, indem er und seine Jungs mich abziehen wollten. Ist doch wahr, oder nicht? Ja, das war doch aber ein lieben Abzug war doch, weißt du? Das war sehr freundlich, ein lieben Abzug. Aber das war auf jeden Fall so eine Abzugssituation, so mit 6. So auf 8 Jungs, auf psychische Unterdrückung und so. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Aber so fangen die besten Freundschaften an, so, weißt du? Ja. Mit so ein bisschen Dings, Startschwierigkeiten. Sami ist auf jeden Fall so mein längster und engster Bruder, so, den Schabe. Und wir haben auch, glaube ich, so den meisten Müll zusammen durchgemacht, den man durchmachen kann. So. Also vor der Straße noch so, wo es vielleicht noch Sport war. So. Aber dann auch die ganze Straße sehr intensiv zusammen einfach durchlebt. So. Kanaken überall, wo ich hingehe. Kanaken überall, tun sie euch weh. Egal ob im Club oder im Café. So läuft das überall, Benz AMG. Also ich muss auch zu diesem Hofgarten hier sagen, ich weiß nicht, ob du noch weißt, damals war das doch hier... Haben die doch hier, hier waren doch die Drogen, ja, haben die Drogen verkauft, oder nicht? Ja. Das erste Mal wurde ich von den Bullen hier gefickt, weil ich was gekauft habe, weißt du? Ja. Da vorne. Hier fragst du jeden zweiten, der hat was zu verkaufen. Immer noch? Ja, ist safe, noch so? Safe. Krass. Das ist durch, also hier ist die Uni, ne? Das Gebäude hinter uns ist die Uni. Ja. Und da sind natürlich die ganzen Studenten, aber so wie es immer dann auch ist, also in Bonn auf jeden Fall ist es immer so, da wo es am schönsten ist, hängen dann auch die Junkies eigentlich. Und dann da vorne war das Bonner Loch, was auch nicht mehr genau. Ist. Genau, ne? Ne, ist weg. Was Bonner Loch? Bonner Loch, das ist das, was Sio immer rappt so? Ja. Wenn du so runter zur U-Bahn gehst, weißt du? Genau, so, aber riesig, so Hauptbahnhof, Züge, alles war so unterm Boden. Und da war halt einfach komplett Heroin-Szene, komplett.
Und jedes Kind, also jeder Mensch musste da lang, um irgendwo hinzukommen in Bonn. Das ist so dieses Hauptbahnhof-Ding gewesen. Die haben das jetzt abgerissen, habe ich gehört, und haben ein Einkaufscenter drauf gebaut, genau. Genau. Man denkt ja, man muss ja Angst haben, wenn man so durch 100 Junkies durchläuft, aber die waren immer nett. Also nee, die waren so harmlos. Ja, ja. Die waren so, aber dann waren die so langsam in Zeitlupe so, und dann waren die immer beschäftigt mit sich selber, wa? Die waren immer mit sich selber beschäftigt, so. Du dachtest, boah, ich muss jetzt da durch. Aber dann haben die immer so sich selber, die haben immer so Stress gehabt, so, Marion und so. Ne? Deadlift, du Arsch, und das beide schon gegenseitig. Das war doch harmlos so. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass schwere Zeiten dich noch größer machen. Und trotz Gerichtsurteil tausendfach rapp ich immer noch für den Summi-Dealer im Bonner Loch. Komm, drehen wir noch eine Runde. Ja, komm. Habt ihr eigentlich auch zeitgleich mit Musik angefangen? Oder war einer von euch so der den anderen motiviert hat, auch Mucke zu machen und zu schreiben und so? Wir haben zusammen angefangen und wir haben uns beide gegenseitig motiviert, ehrlich gesagt. Also ich kann mich noch erinnern, bis heute, weißt du noch, in der Sparkasse? Wir sind in die Sparkasse reingegangen, weil es draußen so kalt und am Regnen war. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu singen. Der hat angefangen zu rappen und das hat so krass gepasst, harmoniert einfach. Also und, ich erzähl mal meine Version. Genau. Wir sind in dieser Sparkasse nachts, ne? Immer nachts, weil war halt draußen am Dealen so und waren auch am Rumhängen und es war kalt. So. Und er fing auf einmal an zu singen. Ich wusste gar nicht, dass er singen kann. Und es war übertrieben geil so, weißt du? Und ich war so, wie kannst du das so? So, warum kannst du das so? Weißt du, so? Nach 15 Jahren so, warum kannst du das? Und dann er war so, ich kann das gar nicht und so. Genau, und der hat dann auch angefangen zu rappen, was auch übertrieben krass war da. Da haben wir uns, glaube ich, dafür entschieden. Haben gesagt, ey, wir müssen jetzt mal auf jeden Fall lass mal gucken, so dranbleiben. War ja nicht wie jetzt, dass du so, weißt du, am Laptop, die Filme gab es ja nicht. Man musste dann jemanden finden, der irgendwie einen Draht dazu hat. In Bonn gab es noch was, auch null irgendwie. Mhm. Nee, war ja nicht wie in anderen Städten so. Und man konnte damit ja auch noch nicht irgendwie großartig Geld verdienen. So. Gar nicht. Na, also das gab ja keine. Zu der Zeit gar nicht. Schon gar nicht mit dir. Also wir haben so aufgenommen erstmal, weißt du? Weißt du noch? Wir haben ja so aufgenommen, nur auf Kassetten. Hm. Und haben mit dem Headset. Digga. Wir hatten noch nicht mal Mikrofon, mit dem Headset haben wir aufgenommen. Und das kam dann aber bei uns in der Gegend einfach sehr gut an, dass sich das dann auch unter den Jungs selber verbreitet hat. Tapes. Digga, wir haben Tapes verkauft. Ja, Kassetten. Ja, meine ich. 5 Mark. Ja. Erstmal und dann hat sich das aber selber verbreitet. Wir haben die erstmal verkauft, natürlich, so ein paar Mark. Ja. Und dann hat sich das unter den Jungs selber verbreitet. Die haben das sich gegenseitig aufgenommen und so weiter. Und plötzlich hatte das jeder. Dann weiß ich noch, sind wir zum Beispiel so McDonald's Drive-In reingefahren. Und die vor uns im Auto saßen, die haben dann so ganz laut unsere Musik gehört, so, weißt du, solche Momente, das war krass. Und zwar damals noch so voll auf, man konnte nicht so mit Bluetooth schnell schicken oder sowas, sondern man musste richtig Dings Arbeit da reinstecken, dass man diese Musik hören kann. Genau, so war das auf jeden Fall. Wir haben sehr lange so gemacht, so und ohne wirklich Absichten auf Business zu haben, weil es das gar nicht gab, bis dann irgendwann uns bewusst wurde, ey, vielleicht kann man damit doch Business machen, das war so. Also mein Moment war Dings damals. Mohabbat. Weißt du noch Mohabbat, der Sänger? Ja. Sie liegt in meinen Namen. Ich kann es nicht ertragen. Ja, der hat da so einen Deal. Dann hieß es auf einmal so ein Kenneck, so, den man kennt aus Köln. Ein Deal bei Sony, so. Das war so 2005 oder so. Ja. Es ist doch nicht nur Bushido, Sido und diese älteren Sammy Deluxe und so. Das war so mein Moment. Stell mal vor, man hätte euch früher so gesagt, so ey, 2020 wird einfach zu sowas wie ein Major-Label geben, was so neben Sony, Universal, Warner stehen kann. So, und es ist einfach euer so. Also, das war einfach nicht möglich. Ne? Mhm. Also rational gesehen, weil es einfach gar kein Business gab damals. Mhm. Das ist auch das Ding, als wir damit angefangen haben, waren alle so, seid ihr behindert? Mhm. Nimm mal euer Geld und kauf Koks damit. Kauf Gras damit. Was macht ihr so? Warum macht ihr so waghalsige, riskante Sachen wie Musik? Warum tut ihr euer Geld da rein? So, alle waren so. Und die hatten recht. Damals war es ja auch nur so, wir haben ja nur Geld reingesteckt. Genau. Also es ist ja nicht so, dass da Geld reinkam, weißt du? Wir haben nur reingestellt. Aber zum Glück hatten wir auch ein bisschen gehabt, dass wir da reinstecken konnten. Alles oder nichts. Einfach gib ihn einfach. Entweder es kommt dann irgendwann mal was oder es kommt nichts. Oder Hauptsache, wir haben es auch dann irgendwie so für uns auch ein bisschen gemacht. Meine Stadt Bonn und NRW, das ist der Grund, warum ich hier nie weggehe. Wie war das, als ihr dann das erste Mal damit was verdient habt? Du hast es auf deinem aktuellen Album in dem Skit, sagst du, 2008 hat Ramin das erste Mal Deal gegeben und so. Das war dann das erste Mal, als so wirklich was. Wir haben unseren ersten Vertriebsdeal, mussten wir bezahlen. Ja. Weißt du? Also Ramin hat eigentlich gar keinen Deal gegeben. So, Grüße an Ramin, so, der hat durchgekriegt, dass wir, wenn wir Geld bezahlen, released werden. Ja. So eine Nummer war das. Guck mal, ich habe
ich habe Ramin das Album gebracht, ne? Dann das Album fertig, gemastert und so. Habe es Ramin gebracht, so Groovetek so. Ich habe es allen geschickt, so keine Antwort bekommen, nur Ramin so. Da meinte er, komm vorbei. Hat ich das angehört, hat es gefeiert. Dann meinte er, ich gehe mal mit unserem Chef reden, weil irgendwie ist das ja doch ziemlich echt, was ihr macht und so, weißt du? Kam dann da auch voll auf Dings so, weißt du? Auf Stoff und Sonnenbank und Ferraris und so. Und so kannte der das, glaube ich, nicht bei Rappern, weißt du? Und dann war er so, ich check das mal ab und so. Und dann kam er und meinte, hey, 15k Cash als Kaution, dann würden wir euch in einem kleinen Rahmen releasen, so, weißt du? Und dann haben wir ihn bezahlt. Ich habe meinen eigenen Stil, das Radar, alles oder nichts. Der Rest ist mir scheißegal. Dann lass mal Richtung Hawaii Grill gehen. Komm, komm. So, wo sind wir hier? Marktplatz, hey, Marktplatz. Wir verkaufen die Obst und Gemüse. 3 Kilo, 2 Euro, 1 Kilo, 3 Euro. Und Hawaii Grill hat hier auch neue Heimat gefunden, ja? Genau, hier. Wie hat es angefangen? So, das ganze Ding ist eigentlich aus einem Meme entstanden, so, was auch komplett geisteskrank ist. So. Dass auch sowas, so ein Geschäftszweig wächst. Da musst du den Experten fragen. Also ja, es ist wie gesagt, das, ne? Es ist ein Meme gewesen, so, irgendwie, wo ich im Knast war und gesagt habe, was ich haben will, wenn ich, oder was ich als erstes mache, wenn ich rauskomme. So. Und dann war der Lockdown letztes Jahr der erste und dann waren alle so auf, was machen wir, wenn der Lockdown aufhört. Und dann kam dieses Meme, hat die Runde gemacht und dann haben wir Meme-Juju zugemacht, so nennen wir das ja. Ne? Wir machen aus einem Meme, nehmen wir die Energie und geben die zurück an das, an die Welt. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das Allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köfterspieß, weißt du? So einen schönen Köfterspieß. Kolbstraße, ein Köfterspieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Als du aus Haft rausgekommen bist, sind ja so die ersten Memes dann viral gegangen mit Stragemantel und sowas, ne? Ja, ja, genau. Hast du da gecheckt, was das überhaupt ist so? Weil diese Zeit, wo das groß geworden ist, hast du ja verpasst mäßig. Nee, ich hab's gar nicht gecheckt. Ich wusste gar nicht. Das Wort Meme habe ich sehr spät erst gecheckt. Ich habe gar nicht gecheckt, was damit gemeint ist die ganze Zeit, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ey, Dicker, hat geklappt. So, ihr seid auf jeden Fall ein paar Mal hart viral damit gegangen. So. Ja, dann lass du einen Eira nehmen ohne reden, oder was? Yes, yes. Komme zu dir nach Hause und es macht Piu, Piu. Deine Mutter, sie macht Dein Bruder, er macht Wah. Der Vater, er macht oh. Der Bruder, er macht haha. Damals wollte ich groß ticken, als ich klein tickte. Alles oder nix, alles oder nix. Okay, wir sind gut gesättigt von Hawaii Grill. Bald auch in deiner Stadt, Dicker. Und jetzt geht's zum Brüserberg, da wo alles angefangen hat. Hier ist die legendäre Sparkasse, wo ihr euch das erste Mal Freestyles gezeigt habt, mäßig. Ja, hier hat's quasi angefangen, ne? Woher kommt es eigentlich bei dir, Dicker, dieser Soul in der Stimme? Ich bin ja mit dieser Musik aufgewachsen. Ich habe nur mit Soul, also ich habe nur Soul gehört. Mhm. So, das ist schon meine Kindheit so. Das war für mich auch damals, als mein Vater starb, weißt du? War das so für mich die Medizin, weißt du? Das hat mir einfach gut getan. Das hat meine Seele, mein Herz gestreichelt. Wallah, nein, es ist nicht leicht als meinem Haus. Geflüchtet aus dem Krieg, wo man auf Steine gegen Panzer baut. Könntest du sagen, was deine größte Narbe ist? Ist im Herzen natürlich den Tod von meinem Vater. Das ist so meine Narbe, weil ich das als Kind noch ganz genau so mitbekommen habe, wie das war, weißt du? Wie alt warst du? Ich war 11, wurde aufgeweckt von ihm, von meinem Vater, damit ich rausgehen kann zum Spielen halt so, ne? Und das war schon für mich außergewöhnlich, war derjenige, der eigentlich immer zu Hause bleiben musste, lernen und lesen. Deswegen war das schon komisch, da hat es schon komisch angefangen bei mir, okay, da ist irgendwas faul. Bin dann noch beim Rausgehen, habe ich noch so einen Blickwinkel gesehen, die Pistole, weißt du? Und hab mir aber irgendwie, ich wusste, da ist irgendwas faul, aber hab mir jetzt nicht so großartig darüber Gedanken gemacht. Bin dann aber dennoch trotzdem rausgegangen zum Spielen, weil ich mich einfach darauf gefreut habe, rausgehen zu dürfen, spielen. Und bin rausgegangen, trotz dass ich die Pistole gesehen habe. Und das hat mich sehr verletzt, so, ne? Dass ich mit mir selber, mit den Gedanken, mit mir selber diesen Kampf hatte, dass ich das hätte vielleicht verhindern können, weißt du? Wenn ich vielleicht zu Hause geblieben wäre. Du sagtest, geht raus spielen, dann der Abschied mit deinem Kuss auf die Stirn. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt und plötzlich hörte ich nur ein. Es war auch sehr schwierig, das zu verarbeiten und das konnte ich erst leider
im Gefängnis, weil wir da das erste Mal so richtige psychologische Gespräche führen konnten. Um da zu sein, bevor du schießt, was würde ich tun, um dich wieder zurückzuholen? Wie hat das Viertel reagiert, als du dann angefangen hast mit Singen? Weil es schon besonders, Dicke. Die haben schon gefeiert, so, ne? Wie gesagt, wir haben ja dann damals angefangen mit den Kassetten, ne? Wir haben es dann auf Kassetten aufgenommen. Und dann hat sich das hier verbreitet. So. Jeder hat das gefeiert, jeder hat das so gerne gehört. So, wenn ich halt die Hook gesungen habe und Khatar den Rap-Part gemacht hat. So, ne? Es hat einfach zusammengepasst irgendwie. Karaken, so viel wie Sand am Meer. Sand am Meer. So, wollen wir ein bisschen laufen durch Brüserberg? Können wir machen. Gehen wir mal da lang. Wie war das aufzuwachsen hier, Brüserberg? Erzähl mal was von deiner Kindheit, Jugend. Bisschen schwierig gewesen, weil hier halt viele Kanaken wohnen. Mhm. Und die haben es alle halt ein bisschen schwieriger gehabt, weißt du? So bei uns ist es schon immer so gewesen, dass wir halt kein Taschengeld bekommen oder so, weißt du? Da musstest du dir die 2 Euro irgendwie draußen schlagen. Ja. Und musst du irgendwie die selber holen. Wie viele Kinder seid ihr? Wir sind 5. Und da gab es manchmal wirklich einfach, du kannst es mir glauben, wenn wirklich einfach noch nicht mal Toastbrot zu Hause gab zum Essen, weißt du? Ja. Da bist du dann halt irgendwie leider auf eine Art und Weise gezwungen, ob es jetzt Clown ist oder egal was ist, Toastbrot nach Hause zu bringen, weißt du? Weil es einfach nicht anders ging. Und wenn du damit anfängst, dann fängst du halt an, so, weißt du? Mhm. Dann klaust du vielleicht das nächste Mal, keine Ahnung. Von Toastbrot wird irgendwann Handy, dann wird Laptop, dann wird dir. Dann wird es ja immer größer, so, ne? Zwar sagen wir immer ein letztes Mal, aber ein letztes Mal wird es nie geben. Wenn Mama eine Küche hat, höre ich auch. Nur noch ein letztes Mal. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu dealen, so, ne? Wann war das? Das war auch damals, ich war, glaube ich, 20 Jahre jung. Hat das angefangen, weil ich eine Rechnung zahlen musste. Ja. Habe ich gesagt, komm, machst du das? Genau, bis ich diese Rechnung gezahlt habe. Dann habe ich diese Rechnung bezahlt. Dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, holst du für deine Mama eine Couch, ne? Ich wollte eine Couch holen. Habe ich die Couch auch geholt. Dann sagst du, komm, weißt du was, holst du noch eine Küche für deine Mama, aber dann hörst du auf, so. Das ist das letzte Mal. Ist immer weiter gestiegen, weißt du? Immer weiter, bis ich irgendwann mal an Millionen schon war und gedacht habe. Und dann halt dieser Goldraub, ne? Weil du dann in diesen Millionenbereich gekommen bist. Weil sich das immer steigert. Deswegen, Gott sei Dank, ist das irgendwo gut gewesen, dass es einen Cut gegeben hat, weißt du? Bruder, ich will nicht dealen. Bruder, ich will nicht schießen. Bruder, ich will nicht dribbeln. Wenn Mama eine Küche hat, höre ich auf. Wie war das im Knast, im Irak, Bruder? Also, ihr wusstet ja gar nicht, ob ihr dann nach Deutschland verlegt werdet, oder? Ja, nee, wir wussten das nicht, aber wir wussten, also wir haben gedacht, wir kommen eh raus. Weil wir haben ja im Irak selber haben wir ja keine Straftat begangen. Ja. Weißt du, wir haben uns da auch Anwälte geholt und wollten auf eine Verhandlung warten. Und uns ausliefern, also zurück nach Deutschland schicken, dürfen die ja gar nicht. Und so wusste ich, mir können die nichts, weißt du, mir kann auch nichts passieren. Und mir können die zum Beispiel auch keinen Fuß abhacken oder so, weißt du, weil bei mir, mein Zellnachbar im Irak, die haben den zum Beispiel rausgerufen und nach 6 Stunden kam der zurück einfach ohne Bein, weißt Wirklich? Du? Ja, die haben ja einfach sein Bein abgerissen. Egal, ich bin ein Happes, sie wartet. Sie wartet. Ich bin auf Flucht. Sie wartet. Sie wartet. Wie war das, als ihr dann wieder hier wart? Für uns war das schon eine Erleichterung irgendwo. Aber die haben uns da extra 3 Monate da krepieren lassen, weißt du? Damit die herausfinden, wo das Gold ist. Aber wir wissen nicht, wo das Gold ist. Paragraph 31. Freiheit oder Knast, jetzt entscheid dich. Schau mir in die Augen und schäm dich. Ich kenne dich seit 5 Jahren. Wie ja, also gehen wir noch, drehen wir noch in den Bruder, oder? Bruder, ich bin los, ich muss noch ins Studio. Ich hab Session. Ja? Ja? Ja, ja Bruder. Bis dann. Hab mich gefreut, Dicker. Bruder. Ebenso. Gut. Bevor du abhaust. Saffel. Das ist Saffel. Das ist Saffel. Wir haben hier in dem Format noch so eine kleine Rubrik, die heißt Ehrenbürger. Aha. Wer hat so viel für die Stadt Bonn gemacht, Dicker? Also, man muss nicht sagen, dass du Ehrenbürger bist, aber gibt es für euch noch einen Älteren, der zu dem ihr so rapmäßig aufgeschaut habt, so als ihr angefangen habt? Rapmäßig, musikmäßig, ja. Was? Also, hier in Bonn? Hat jemand Musik? Nur Beethoven hat Musik gemacht vor uns. Ja. Sonst keiner. Alles klar, dann ist Beethoven Ehrenbürger. Ja,
Alles klar, Beethoven ist der Ehrenbürger aus Bonn geworden. Khatar ist zurück ins Studio, der Mann hat zu tun. Aber wir gucken uns noch ein bisschen weiter hier im Grüserberg um. Ihr Wichser tretet meine Tür ein. Und, sei ich gemütlich hier, Dicker, ja? Ich sag doch, hier ist es voll schön. Weißt du, was ich finde, was diesen AON-Sound noch so sehr ausmacht? Was? Das ist straight Gangster so, aber ihr wart schon immer mit Humor so, weißt du? Ja. Ja, Bruder, weil das so ist. Ja, ich meine, wir machen doch alle hinter der Kamera Schwachsinn und sind albern. Weißt du, was ich meine? So irgendwo steckt in uns immer noch ein Kind. Ja, es ist so. Ja. So manchmal, was ich für kranke Sachen mache vor Jiva, so weißt du? Also vor Khatar. Und warum auch nicht diese Seite zeigen, so weißt du? Ja, ja, voll. Keine Spur mehr von der Armut, denn das Fluss ist wieder Bartwuchs. Es wächst perfekt. Hieß übrigens, wo wir gedreht haben, unser Snippet, Kanaken überall, wo, ne? Hier, mit dem Auto, wo Khatar da mit dem ML damals. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo der so reinfährt hier? Kanaken, so viel wie Sand am Meer. Und hier ist die Schule, wo ich damals war. Ich war auf einer arabischen Schule, weißt du? Ja. Ich war 10 Jahre lang auf einer arabischen Schule. Und dann bin ich erst hier in der 9. Habe ich hier die 9. und 10. Klasse gemacht. Natürlich misslungen, ne? Mit Abgangszeugnis. Ja, weil ich kaum lesen und schreiben konnte. Ich habe ja alles auf Arabisch gelernt gehabt. Ja. Und dann irgendwann mal dachte ich mir, komm Junge, du bist doch nicht blöd, mach doch mal wenigstens den Hauptschulabschluss, dass du wenigstens einen Abschluss hast. Dann habe ich das gemacht und habe gedacht, komm, mach noch einen Realschulabschluss und so weiter. Auch nicht so häufig, Dicker, ja? Sag ich dir ehrlich, also das ist nicht so häufig, dass so Leute sich dann noch mal so selber motivieren. Dicker, das ist aber, das ist ja das Traurige, das ist dumm. Schule musst du wenigstens in deinem Portemonnaie, also in deine Tasche haben. Ein Schulabschluss, weißt du, was ich meine? Das ist sehr wichtig. Ich meine, wir sind doch nicht doof, weißt du? Platz ins Geschäft, alle Leute fragen, wer ist dieser Junge und wo kommt er her? Aus dem wildesten Bundesland Nordrhein-Westfalen, geh in die Straßen und frag nach Khatar. Bruder, Papageien-Siedlung war einfach zu krass. Das war das Herz von Grüserberg. Ich schwöre es dir, das Herz von Grüserberg. Alles war hier drin. Hier gingen Sachen ab, Bruder, die hast du noch nicht mal im Film sehen können. Ich meine, Khatar und ich, wir haben denen allen geholfen hier, weißt du, die hier gewohnt haben, weil die es einfach schwierig hatten. Mhm. Und das war zu dieser Zeit, wo wir halt ein bisschen... Tick-tick. Ja, da haben wir von den meisten die Miete bezahlt gehabt und so weiter. Aber so als Gegenleistung waren die auch alle wirklich für uns da, wenn man die gebraucht hat. 24 Stunden, weißt du? Da haben wir zum Beispiel drinnen auch Ich will hier nicht weg gedreht. Wo dann Khatar auch zum Beispiel sagt, natürlich habe ich die Deutschen nicht vergessen, ich grüße die Papageien-Siedlung, ihr seid die Besten. Legendär, Bruder. Albaner, natürlich hab ich die Deutschen nicht vergessen. Ich grüß die Papageien-Siedlung, ihr seid die Besten. Ich will nicht weg hier, weil es hier das beste Essen gibt. Den besten Kebab und die beste Curry. Ja, Dicker, dann sind wir fast am Ende. Ja. Was steht jetzt als nächstes bei dir an? Auf jeden Fall weiter Musik, ein Buch raushauen und dann irgendwie ein bisschen auch in diesem Filmgeschäft auch versuchen, Fuß zu fassen, dranbleiben und immer weiter Gas geben. Platz ins Geschäft, Bruder, wie schon genau, früher. Genau. Alles klar, Dicker. Ey, ich danke dir, dass du hier die Gegend gezeigt hast. Habibi, nicht dafür. Ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall. Hayat, Bruder. Hayat. Habibi. Ich war heute das erste Mal in Bonn und habe es direkt so sympathisch gezeigt bekommen von Sami und von Khatar. Vom Hofgarten, da wo die Uni ist, bis hin zum Grüserberg, wo alles angefangen hat, quasi Epizentrum von AON. Ich wusste auch gar nicht, dass Sami so eine krasse Geschichte hat, die er heute so sehr, sehr direkt erzählt hat. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, aus welcher Stadt ihr kommt und was für Rapper es so bei euch gibt. Und wer weiß, vielleicht fahren wir da das nächste Mal hin und besuchen die. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Ciao.